Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Texture Pack Review mit mir Basti und ich zeige euch heute das Kane Craft Texture Pack und ich wünsche euch viel Spaß nach dem Intro. Zuallererst gehen wir natürlich runter und düsen hier unseren altbekannten Weg entlang. Und ich muss sagen, ich finde dieses Texture Pack irgendwie hammergeil. Wir sehen hier das Pilzbiom und ein stinknormales Biom. Und natürlich dann auch noch die Items gleich dazu. Hier, ich finde die, also es ist ein Comic Texture Pack und ich finde das richtig, richtig geil. Das gefällt mir wirklich, wirklich gut. Hier der Diamant. Hier ist Leder, alles Mögliche und ich finde, es sieht hammergeil aus. Wir sehen hier wirklich richtig geile Sachen. Enderauge, die Enderpearl, hier ist eine Glasflasche, einfach geil gemacht. Ich schwärme gerade voll von dem Texture Pack. Ups, hier haben wir dann die Farbstoffe, das Bone Meal und die Rüstungen, die sehen auch richtig, richtig, richtig geil aus. Also, mir gefällt dieses Texture Pack schon mal richtig, richtig gut. Aber natürlich zeige ich euch jetzt erst da wieder die Blöcke. Und ihr überlegt euch wieder eure Lieblingsblöcke. Ich gehe hier einmal kurz bei der Wolle durch. Und ich finde es auf jeden Fall, ich schwärme gerade übel von diesem Texture Pack, weil mir das ehrlich gesagt richtig gut gefällt. Hier sehen wir die einzelnen Wollfarben. Pink, yay! Und natürlich, ja, hier der Stone. Da sieht man auch, dass das random Textures sind. Also mal sieht das so aus, der Stone. Mal mehr Steine drin und so. Also ziemlich, 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 ziemlich geil auf jeden Fall. Nebendran haben wir den Cobblestone und den Mossy Cobble. Die Stone Brick, nein, die Cobblestone Bricks. Stairs. Und hier daneben die ganzen Bricks. Es sieht zwar mehr jetzt nach Metall aus, aber es ist Stein, das kann ich euch versichern. Und das ist Moos und kein Schleim. Ja, hier ist der Bedrock, das Obsidian, die Bricks, die Stone Slabs. Hier haben wir die Holztüren und die Eisentür und die Leitern. Wupp, wupp, wupp. Und die Trapdoor. Hier Fence Gate. Und hier die verschiedenen Holzarten hier. Richtig geil auf jeden Fall. Mir gefallen die Baumstämme sehr, 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 sehr gut. Da haben wir Birke. Und die Fichte in so einem schönen Rotbraun. Gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Daneben haben wir die Eiche und das stinknormale Holz. Dann kommen wir hier zum Dirt und zum Gras. Ziemlich, ziemlich geil. Das Eis, der Schnee, der Kies ist auch richtig geil. Der Lehm, der Sand, die verschiedenen Sandstones. Dann hier Schnee und Mycelium, die Lianen, die Melone, die finde ich irgendwie saugeil. Genauso wie den Kürbis, mir gefallen die grellen Farben. Leider hat dieser Kürbis kein Gesicht, aber das ist ja auch nicht wirklich wichtig. Hier haben wir die Pilze, die Blumen, Kaktus und ein Sugarcane. Es ist nur ein einzelner Stamm, sage ich mal. Und hier das Getreide, Minecart, ziemlich geil, Redstone und hier die Pistons. Woo! Das Wasser und wieso brennt das zur Hölle? Egal. Auf jeden Fall sieht so Feuer aus in dem Texture Pack. Hier haben wir die Lava, zähflüssig, wie immer, der Cauldron, Smaragd, Redstone, Lapis Lazuli, Diamant, Gold, Eisen, Kohle, einfach geil. Hier haben wir die Workbench, das sieht das Interface so aus. Bei den Kisten sieht das Ganze nämlich so aus. Beim Ofen sieht das so aus, beim Dispenser so. Und die Bücherregale sind auch sehr geil. Der Braustand sieht so aus. Die Jukebox und hier der Verzauberungstable auch ziemlich, ziemlich geil.
Ja, Schwamm, TNT, die Eisengittern, die Glasdinger. Hier haben wir die Netherwards und die Netherbricks. Gefallen mir auch ziemlich gut. Mir gefällt die Farbe irgendwie. Ich find's ziemlich, ziemlich geil. Daneben haben wir den Schwamm, den Glowstone meine ich. Ich meine den Glowstone, kein Schwamm, merkt euch das. Der Soul Sand und der Nether Rack. Ja, hier haben wir den Endstone. Ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich das ziemlich cool. Es ist richtig mondlandschaftmäßig, finde ich irgendwie. Und der End ist ja auch sozusagen wie der Mond aufgebaut. Und deswegen finde ich, passt es. Hier haben wir das Bett und ein fliegendes Boot. Geil. Der Kuchen mit einem Creeper-Gesicht. Hier die Fackeln. Fahren und... noch sowas, Jack-O-Lantern, toter Busch und das Drachenei. Hier drüben können wir die, das Bilderrahmenteil sehen, der Blumentopf, der Amboss mit einem solchen Interface, der Beacon-Block mit einem solchen Interface und hier die ganzen Köpfe. Und jetzt schauen wir uns die Bilder an, welche ich auch ziemlich, ziemlich geil finde. Guckt euch das einfach mal an. Also ich finde, ich bin voll ein Fan von diesem Texture Pack. Und ich habe euch was Wichtiges zu sagen am Ende dieses Texture Pack Reviews. Und ja, gehen wir erst einmal die Monsters abchecken. Hier haben wir keinen Creeper. Geil. Es ist immer so. Oh doch, da taucht er auf. Eine seltene Art des Creepers. Geil. Hier haben wir rein theoretisch einen Zombie, hier rein theoretisch eine Spinne, aber die tauchen, immer wenn ich da bin, nicht auf. Ist doch genial, oder? Ach doch, jetzt hier das Skelett, finde ich ziemlich, ziemlich geil. Hier ist nichts drin, vorhin als ich unten war, war alles da, aber diesen Despawn, die geile Sache, ne, finde ich echt korrekt. Der Enderman, die Höhlenspinne. Der Slime, der glänzt so schön, finde ich cool. Und die Silberfische. Jetzt gucken wir mal, ist da drüben jetzt was gespawnt? Nein. Ey, Mann, sei doch nicht so schüchtern. Okay, die Spinne ist jetzt da, der Zombie. Oh, da ist er jetzt. Geil, wie der den Mund aufgerissen hatte, wie zu einem Blowjob. Oh nein, ich habe nichts gesagt. Hier der Pig-Zombie, auch richtig, richtig geil. Die Blaze auch. Oh, nice, 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 nice. Okay, hier habe ich... Wieso bist du da? Ich habe hier eine Hexe reingemacht, die ist aber despawned. Und hier alles despawned, außer der Eisengolem. Der ist auch voll cool, ohne Kopf, sondern so. Jetzt werde ich nämlich mein Inventar öffnen und euch die zuliebe spawnen. Fledermaus und Hexe. Ich habe sie schon gespawnt, aber sie sind leider abgehauen, so. Warte, da ist der Tintenfisch. Und da drüben machen wir eine Fledermaus. So, ganz viele Fledermäuse mal. Und die Türe zu, die Türe, macht die Türe zu. Und Türe, so. Und daneben machen wir die Hexe hin. Die sieht nämlich so aus. Hallo Hexe, ziemlich nice, haha, geile Sache auf jeden Fall, gefällt mir echt gut, was hier so zustande kommt. Und jetzt schauen wir uns die anderen Mobs an, wow, das war ein bisschen zu schnell. So, hier haben wir die Wölfe, die Hühner, die Pilzkühe, die Snow Golems. Und die Villager mit Glatzköpfen und mal behaarten Köpfen. Und die Schweine, schlammbesudelt, die Schafe und die Kühe. Und das war's mit den Mobs. Wir schweben jetzt nach oben in die Freiheit und düsen einmal quer durch die Landschaft, um euch einen naturellen Überblick des Texture Packs zu geben. Ich bitte euch wieder um einen Kommentar und um einen Like, wenn euch das Video gefallen hat, genauso wie das Texture Pack. Und jetzt eine kleine Verkündung. Dieses Texture Pack wird ab Folge 101 meines Singleplayer Let's Plays in Minecraft Standard sein. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Basti, bis dann.